Hallo Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe für dieses Video komplett vergessen, ein Intro zu drehen. Yay! Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass das passiert ist. Aber here I am. Wir werden in diesem Video heute meinen Kleiderschrank deklattern. Woo! Und damit lüfte ich auch das Geheimnis, dass ich definitiv noch sehr viel Platz in meinem Kleiderschrank habe, aber ich decluttere auch regelmäßig. Und damit ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Falls ihr neu hier sein solltet, hier dreht sich alles um Beauty, Lifestyle und Fashion. Wenn euch das auch interessieren sollte, würde mich sehr über ein Abo freuen und dann legen wir los mit dem Video. Let's go! So, und bevor es losgeht, gebe ich euch eine kleine Kleiderschrank-Kleiderzimmer-Tour, you know? Hier unten stehen zum Beispiel Schuhe, die decluttert sind, die werden verkauft. Dann sind hier Hosen und Shorts. By the way, es sieht viel aus, aber dahinter ist komplett nochmal der gleiche Platz. Also ich könnte nochmal dieselbe Menge an Hosen und sowas hier lagern. Ich habe noch sehr viel Platz im Kleiderschrank. Das da sind zwei Cosplay-Sachen, wo ich im Cosplay-Schrank keine Möglichkeit noch habe, die hinzuhängen. Dann sind hier ein paar Jacken, wie man sieht. Sehr viel Space. Hier ist meine Tasche, die ich immer benutze. Dann kommen wir hier zu hängenden Sachen und da sind Schuhe, die ich behalten möchte. Und dann haben wir hier noch ein paar Teile, wie gesagt, Cosplay-Sachen bzw. ein Plüschi. Einfach nur aus ästhetischen Gründen. Die Bluse da oben ist auch schon deklattert. Und hier ein paar Schubladen und da ist ein komplett leeres Fach. Und da unten stehen noch mal ein paar Schuhe und Cosplay-Sachen bzw. Perlen und Muscheln, die ich für Cosplay brauche. Auf der anderen Seite hier nochmal ein paar Schubladen, wo die untere voll ist mit Cosplay-Sachen. Da kommen Strumpfhosen, Unterwäsche, Sport-BHs und so einen ganzen Kram. Und hier. Dann geht's hier weiter. Da ist auch ein fast leeres Fach. Da habe ich jetzt zwei Schals liegen. Und da oben ist auch mehr so Cosplay-Stuff. Da in dem Korb ist ein Petticoat drin. Und hier wäre mein Cosplay-Schrank. Oben ist so gut wie leer, da habe ich nur Bakugos Gauntlets drin. Und hier einige Cosplays, von denen ich auch ein paar aussortiert habe, die auch schon auf Kleiderkreisel drauf sind. Und hier noch mehr Cosplay-Stuff. Und ich habe schon etwas vorsortiert. Auf diesem Ding hier liegt der Kleiderberg, den wir uns vornehmen werden, wo ich stellenweise nicht weiß, ob ich sie klettern möchte und stellenweise sehr genau weiß, dass es jetzt auf jeden Fall wegkommt, weil ich es dieses Jahr noch nicht getragen habe. So, das erste Teil, was ich deklettern werde, ist diese Jacke hier. Die ist von Free People, habe ich selbst mal Secondhand erworben. Aber sie ist halt nicht meine Traumwinterjacke und meine jetzige rote Winterjacke bzw. Wintermantel, den behalte ich auch nur, weil er sehr warm ist für den Winter und halt seinen Zweck gut erfüllt. Aber mein Traum ist es auch nicht mehr. Ich war literally diesen Sommer auf der Suche nach Winterjacken auf Vinted. Aber alle enthalten Wolle, die mir gefallen. Wirklich alle. Das ist so schrecklich und ich bin gegen Wolle allergisch. Und ja, somit finde ich keine Winterjacke, die mir gefällt. Zumindest bis jetzt noch nicht. Ich hoffe, irgendwann werde ich mal eine finden, die mir gefällt. But anyways, die hier wird auf jeden Fall deklattert. Sie ist auch schön, ja, aber ist halt nicht mein Traum. Weil ich möchte gerne einen Wintermantel und das hier ist nur eine kurze Jacke. Also geht schon über den Hintern, aber ist halt eine Jacke, kein Mantel. Ich möchte einen langen, langen Mantel haben, der wirklich alles schön warm hält. Und ja. Ich mag die Farbe, ich mag auch das Teddyfell daran, die Knöpfe mag ich auch gerne. Schön wäre es, wenn es double-breasted wäre, also Doppelknopfreihe. Das ist mein Favorite. Aber ja, kommt weg. Dann habe ich zwei Bloomers bzw. Shorts, die ich eigentlich geplant hatte, unter Röcke Kleider anzuziehen. Einmal die hier, die sind aus so einem glänzenden Satinstoff mit Spitz hier unten. Ich habe sie literally noch nie getragen und ich habe jetzt andere Bloomers mir dieses Jahr geholt, die ich schöner finde als diesen hier und deswegen kommt der auf jeden Fall weg. Das hier ist eigentlich gar keine Shorts, die man unten drunter anzieht. Es ist eigentlich eine normale kurze Hose von Zara in Weiß in so einem Spitzenmuster. Die hat ihre besten Tage allerdings definitiv hinter sich, hat schon leichte Verfärbungen und so und die kommt auch weg. Dann, was ein bisschen schade ist, ich habe es Anfang diesen Jahres mir irgendwann über Vinted selber geholt, ist dieses neonfarbene Shirt hier. Ich finde es auch mega cool,
aber es passt so gut wie zu gar nichts aus meinem Kleiderschrank. I don't know. Also hierzu noch eine blaue Jeans-Shorts oder so, ja okay, aber das ist das Einzige, womit ich finde, dass dieses Shirt gut aussieht, und dann ist es halt auch mega lang. Und meine Jeans-Shorts sind meistens High-Waist und haben so einen Paperback-Bund, und das sieht dann meistens nicht so schön aus, weil der Bund dann nochmal so ein bisschen rausgeht, you know. Und deswegen werde ich das hier auch deklattern. Dann komme ich jetzt zu einem Kleid, was ich auf jeden Fall deklattern werde, und das ist dieses Kleid hier von Liz Lisa. Es ist mega, mega schön, aber irgendwie fühle ich mich darin nicht so wohl. I don't know. Also ich finde es schön. Ich finde es wunderschön für Fotos. Für Fotos würde ich es auch anziehen, aber so im Alltag, I don't know. Irgendwie ist es nicht ich hundertprozentig. Ich glaube, ich habe mich dieses Jahr auch sehr verändert. I don't know. Es ist really, 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 really beautiful. But here, ich habe es halt literally nur wirklich einmal für Fotos angezogen und danach gar nicht mehr. Und dann habe ich hier noch ein Kleid, was ich deklattern möchte, und das ist dieses hier. Ich finde es auch richtig, richtig, richtig schön. Ich habe es auch 2-3 Mal getragen, aber bei diesem Kleid entweder das Wetter ist mir zu kalt oder das Wetter ist mir zu warm, weil es hat halt lange Ärmel. Es hat aber auch hier hinten einen Rückenausschnitt, by the way, das habe ich selbst eingenäht. Das werde ich noch entfernen, bevor ich das auf Vinted draufsetze. Es hatte eben halt auch diesen Rückenausschnitt. Der Stoff ist auch nicht besonders dick, aber es ist Polyesterstoff. Und hier, ich mag den Rockteil davon, der schwingt unheimlich schön. Und eigentlich ist es ein schönes Kleid, ja, aber wie gesagt, entweder das Wetter ist mir zu kalt oder das Wetter ist mir zu warm, und deswegen trage ich es einfach nicht. Und aus dem Grund kann es weiter wandern. Das nächste Teil habt ihr vielleicht schon in einem anderen Video gesehen, falls ich das Video hochlade, das weiß ich noch nicht, und ich weiß auch nicht, welches Video ich von diesen jetzt zuerst hochlade. Diese Hose hier, die werde ich deklattern. Ich wollte sie eigentlich ein bisschen umnähen, mehr meinem Style anpassen, dass ich hier unten zum Beispiel diese Hosenbeine zusammenraffe mit einem Gummibund und an den Knien entweder Patches dran mache oder an den Seiten nochmal schwarze große Taschen, so Kontrasttaschen einfach, dass das Ganze ein bisschen mehr grungiger und sowas wirkt. Allerdings habe ich mich dagegen entschieden, diese Hose zu behalten und umzuändern. Bevor ich sie nämlich umändern wollte, habe ich sie mit sehr vielen Sachen aus meinem Kleiderschrank zusammen kombiniert. Und es gab literally nur 1-2 Teile, was beides mal Turtlenecks waren, die damit gut aussahen. Und da habe ich mir gesagt, nein, irgendwie finde ich nichts, was dazu wirklich passt. Und deswegen darf die Hose weiter wandern. Auch wenn ich gerne so eine Art Hose hätte. Aber ich glaube, andere Farben würden mir besser gefallen. Also, dass das Ganze mehr so ein bisschen bräunlicher wirkt, nicht so viel Schwarz und Grau dabei. Es ist ja, sie hat ja auch einen Beige-Ton, aber so ein bisschen mehr dunkelbraun oder sowas dabei. I don't know. Irgendwie sowas. Und was ich auch deklattern werde, weil ich es literally bisher einfach noch gar nicht getragen habe, ist dieses Hemd hier von Free People. Ich finde es richtig schön. Allerdings glaube ich, Größe XS wäre besser für mich. Es ist Größe S und es ist einfach so riesengroß. Ich meine, Free People Sachen fallen sehr häufig sehr groß aus. Aber das hier ist meiner Meinung nach ein bisschen zu groß für mich. Ich fühle mich darin einfach nicht wirklich 100% wohl, wenn ich es anhabe. Ich habe es wirklich versucht zu tragen, entweder als Jacke oder eben so normal als Hemd. Aber irgendwie ist es dann doch nichts für mich. Ich fühle mich einfach nicht zu 100% wohl. Auch wenn ich es wirklich, wirklich schön finde. Und wenn ich es jetzt bei Free People an einem Model sehen würde, würde ich wieder sagen, wow, das sieht so gut aus, ich will es haben. Aber, you know, ich fühle mich einfach nicht drin wohl. Es passt nicht zu 100% zu mir, deswegen darf es weiter wandern. Dann habe ich 2 Vegan Leather Shorts von Zara. Einmal in so einem mittleren Braunton und einmal in so einem hellen Off-White Beige Ton. Die hier habe ich einmal getragen und die hier noch gar nicht. Ich glaube, die sind aus 2 unterschiedlichen Jahren gekauft. I don't know. Das Problem bei diesen Hosen ist, ich habe die halt woanders hängen, nicht bei meinen Shorts.
Weil ich eben nicht möchte, dass sie die ganze Zeit geknickt darum liegen, weil es ist immer noch Fake-Leder und je nachdem, wie die dann gelagert werden, dann bilden sich da so Streifen und sowas und es sieht dann nicht mehr schön aus. Die beiden werde ich definitiv anprobieren und dann seht ihr jetzt hier, ob ich sie deklattert habe oder nicht, ob es mir gefallen hat oder nicht. I don't know, ich finde sie wirklich halt schön, aber dadurch, dass sie woanders hängen, vergesse ich sie häufig. Dann habe ich hier jetzt 4 Bralettes, zweimal in schwarz, das komplett gleiche, und dann einmal in weiß und in schwarz. Die sind auch beide gleich, halt nur unterschiedliche Farben, die ich literally nie trage. Und deswegen gebe ich die auch weg, denn dieses Jahr habe ich irgendwie für mich so Sport-BH-mäßig Tops, Bralettes entdeckt, die auch wirklich man als Top gut tragen kann, und zu denen greife ich dann lieber als zu diesen hier und deswegen dürfen die hier gehen. Und dann habe ich hier dieses Fluffy Crop Top, was ich auf jeden Fall noch mit meinen ganzen Latzhosen anprobieren möchte und gucken, mit welchen Latzhosen es gut aussieht, weil das ist so ein Teil, das würde ich wirklich, wirklich gerne mit einer Latzhose zusammentragen oder eben mit einer Shorts, aber da muss ich halt gucken, womit das alles gut aussieht. Es hat eine Kapuze, ich mag die Farbe hier mega, mega gerne. Aber ihr hört schon raus, ich werde es jetzt erst noch anprobieren und dann seht ihr hier auf dem Bildschirm, ob ich mich fürs Deklattern entschieden habe oder fürs Behalten. Weil es ist schon wirklich ein schönes Teil, das ist flauschig und fluffy und alles. Aber ich habe es letzten Winter nur ein einziges Mal getragen, im Gegensatz zu meinen anderen fluffy Pullovern, die ich mir geholt habe. Die habe ich quasi die ganze Zeit getragen. Nur dieses Teil hier halt nur ein einziges Mal und deswegen, ich wollte gucken, wie es halt mit allen Latzhosen, die ich besitze, aussieht. Und tada, ich weiß nicht, wer sich an diesen Rock hier erinnert. Den hatte ich in meinem letzten Deklatter-Video auch dabei und da habe ich gesagt, ich möchte ihn umnähen, damit er mir passt, weil er ist mir eigentlich zu groß. Und er ist mir auch immer noch zu groß, weil ich ihn noch nicht umgenäht habe, denn ich habe mich jetzt dazu entschieden, ihn zu deklattern. Ich nähe ihn halt nie um, weil ich auch nie irgendwie daran denke, ihn tragen zu wollen, und deswegen nähe ich ihn auch einfach nicht um und er darf jetzt weiter wandern. Ganz einfach, kurz und schmerzlos. Und ich kann ehrlich gesagt nicht glauben, dass ich jetzt sage, dass ich vielleicht dieses Top hier deklattere. Ich muss es halt nochmal anprobieren. Es ist von Forever 21 und Forever 21 fällt klein aus und ich bin mir gerade selber unsicher, ob es mir noch passen wird oder nicht. Vielleicht ist es ein bisschen zu klein, vielleicht auch nicht. I don't know. Weil ich finde es einfach mega, mega schön. Es ist ein Neckholder Top mit Wattierungen hier drin, stretchy Band hier unten, you know, einfach mega große Liebe. Ich wäre auch fast am Überlegen, es zu weiten, wenn es mir zu klein sein sollte, aber es wird schwierig, weil dann würde ich hier halt einen Gummi einnähen, aber das sieht man dann die ganze Zeit und ja, ist nicht so schön. Deswegen, ihr werdet sehen, was ich hierhin schreibe, ob ich sie klattere oder doch behalte. Also eigentlich würde ich es doch gerne behalten, aber ich bin mir halt wirklich unsicher, ob es noch passt. Das ist das einzige Teil in meinem Kleiderschrank, wo ich mir, glaube ich, unsicher bin, ob es mir noch passen wird oder nicht. Und eigentlich sollte es mir dann noch passen, weil alles andere passt mir auch noch. Und dann habe ich dieses Top hier, was ich deklattere, weil es mir zu groß ist. Beziehungsweise, ja, es ist definitiv zu groß. Ich hätte es halt schön gefunden, wenn es jetzt hier höher geschnitten wäre, so ungefähr wie das hier. Dann wäre es mir auf jeden Fall nicht zu groß, aber so habe ich Angst, wenn ich mich überbeuge oder sowas, you know. Und deswegen wird es deklattert. Das habe ich mir auch mal secondhand geholt. Wovon ich mich jetzt auch schweren Herzens trennen werde, ist dieses Top hier. Es ist eine richtig, richtig, richtig schöne Vintage-Bluse. Die ist wirklich original Vintage, ist super alt, es ist weiß und hat trotzdem keine Flecken dafür, dass es Vintage ist. Ultra gut. Sie ist super, super schön. Sie hat oben Gummibund, hier unten Gummibund, hier an den Ärmeln Gummibund. Dann hat sie so weite Ballonärmel, die ich auch feiere. Aber ich habe halt so, ich nenne es Piratenhemd, you know, die ich einfach ultra, ultra liebe. Und deswegen trage ich dieses Teil hier nicht. Und es ist zu schade, dass es bei mir im Kleiderschrank rumliegt, auch wenn ich es wunderschön finde, aber es wird geklattert. Und was definitiv jetzt auch weiter wandern darf, ist dieser Jumpsuit. Ich mag ihn richtig gerne.
Er hat ein super schönes Muster, super schöne Farbgebung, ist ein kurzes Bein, wie man hier sehen kann. Hat auch noch einen kleinen Rückenausschnitt. Aber ich habe ihn letztes Jahr schon nicht getragen und dieses Jahr auch nicht. Und ich glaube, ich werde ihn noch nicht mehr tragen. Denn was mich in diesem Jumpsuit am meisten stört, er hat keine Taschen und ich liebe es, Taschen an Dingen zu haben. Und deswegen darf er jetzt weiter wandern, auch wenn ich ihn immer noch richtig, richtig schön finde. Aber das war's auch mit meinen Sachen, die ich deklattern werde, wo ich auf jeden Fall wusste, dass ich sie deklattern möchte. Findet ihr dieses Format gut, dass ich einfach vorher schon mal durch den Kleiderschrank gehe und euch dann einfach sage, was ich deklattern möchte? Weil ich glaube, es braucht niemand so 5 Minuten lange Sequenzen, wo man im Speed-Durchlauf einfach jedes Kleidungsstück hochhält und dann irgendwo hinschmeißt und dann am Ende zeigt man, hier, ich habe einen Sack deklattert. Solche Videos mag ich persönlich eher weniger. Ich finde es eher schöner, wo man auf die einzelnen Kleidungsstücke auch eingeht. Bei ich muss ja nicht ständig durch meinen gesamten Kleiderschrank durchgehen. Das braucht, glaube ich, auch nicht unbedingt jeder. Aber ja, wir sind am Ende von diesem Deklatter-Video. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Wenn ihr könnt mir gerne einen Daumen nach oben geben, mich vielleicht auch abonnieren. Ansonsten würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Video. Wobei, ein Teil sehe ich gerade, was ich auch noch gerne deklattern würde. Das hier ist ein rosaner Bademantel. Den habe ich, glaube ich, mit 12 bekommen und der war mir damals schon viel zu groß. Aber den gab es irgendwie im Sonderangebot. Der hat meine Mama mir gekauft. Und der ist mir immer noch eigentlich viel zu groß. Ich glaube, das ist eine Größe L oder so. Aber ich behalte ihn, weil es mein einziger freaking Bademantel ist. Weil wie viele Bademäntel braucht man in seinem Leben? Ich finde Bademäntel auch nicht besonders spannend oder so. Aber ja, immer wenn ich das Ding sehe, würde ich es am liebsten deklattern oder in irgendeinen Schrank packen, wo ich es nicht sehen muss, Aber ich behalte ihn eben, falls man mal in seinem Leben einen Bademantel braucht. Ich weiß nicht, wann dieses Falls sein wird, aber dann hätte ich einen und muss mir keinen kaufen.